Vor dem Berlinale Kino Cinemax am Potsdamer Platz steht Jonathan Benedikt Beer, Filmemacher, gebürtig in Karlsruhe, studiert in Ludwigsburg an der Filmakademie und ist in der Berlinale-Reihe Generation Plus mit seinem Kurzfilm Follower vertreten. Es ist ein Film, der ausschließlich auf der Oberfläche eines Smartphones spielt. Herr Beer, was soll das? Der Gedanke dahinter war, dass heutzutage ja die Kommunikation, wie wir menschlich interagieren, sehr viel über Smartphones einfach stattfindet und die Filmindustrie antwortet ja auch schon darauf, wenn man zum Beispiel House of Cards anschaut, dass die Textnachrichten neben dem Smartphone eingeblendet werden. Und für uns ging das irgendwie nicht weit genug, weil wir gesagt haben, die Kommunikation ist eigentlich mehr mittlerweile als nur Textnachrichten. Man schickt sich Bilder, man schickt sich Emojis, man schickt sich GIFs, Memes und dadurch entwickelt sich eigentlich eine komplett neue Sprache. Und unser Ziel war es, so ein bisschen diese Sprache eben abzubilden, wie man heutzutage vor allem unsere Generation kommuniziert. Worum geht's denn in dem Film? In dem Film geht es um eine junge Frau, Clara, die gerade babysittet und gelangweilt ein Selfie macht und das zusammen mit ihrem Standort auf Instagram hochlädt und dann bekommt sie einen neuen Follower und der, dem gefällt dieses Bild und plötzlich merkt sie, dass der eben nicht nur ihr im Internet folgt, sondern quasi sie auch in der Realität stalkt. Ist das jetzt ein Film, der nur auf dem Handy funktioniert oder ist das noch ein Kinofilm? Also das, ich würde sagen, es ist ein Hybridfilm, denn natürlich spielt er auf einer Smartphone-Oberfläche und das Gefühl, glaube ich, wenn man den auf dem Smartphone anschaut, ist dann besonders immersiv, weil man das Gefühl hat, okay, ich sehe quasi meinen eigenen Screen vor mir. Und gleichzeitig haben wir den Film jetzt eben auf der Wettbewerbspremiere auf der großen Leinwand gesehen und da ist es doch auch so, dass das Gefühl des Kinos, dass die Leute zusammen irgendwie lachen an den lustigen Stellen und dann irgendwann auch zusammen still werden, wenn die Thriller- und Horrorelemente einsetzen. Das funktioniert da auch sehr gut und deswegen würde ich sagen, es ist derzeit beides. Kann man den Film denn als Normalzuschauer irgendwie sehen oder was ist da geplant für die künftige Auswertung? Also derzeit ist es so, dass der Film auf Festivals läuft. Wie gesagt, wir hatten jetzt eben hier unsere Weltpremiere und es folgen auch noch weitere Festivals. Wir wurden jetzt auch schon von anderen Festivals angefragt und dann auf mittelfristige Sicht werden wir den Film auch, ich denke, online einfach veröffentlichen, weil genau das ist ja der Witz dabei, dass man sich dieses Video zuschickt und sich gegenseitig damit ein bisschen Angst einjagen kann. Ja. Dann viel Glück dabei und herzlichen Dank.